Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen schicken Oldtimer hier wieder mal vorstellen. Hier handelt es sich um den Lanz HR6. Ja, das gute Stück kostet hier 10.000 Euro, so wie er da steht, und 510 Euro Leasing. 13 km/h soll das schnell sein, 360 Liter Tank. Wow, das ist ein Riesentank, muss man überlegen. Ja, und 25 PS entsprechen hier 18 kW. Leider hat er hier keine Option, aber ich finde, er sieht schon mal hier ganz in schwarz schick aus. Schauen wir uns mal natürlich jetzt hier an. Hat was an sich, komplett in schwarz, muss ich dazu auch sagen. Schön hier goldfarben. Oh. Ja, er hat hier sonst hier nichts, sonst hier, wo wir ihn noch machen können. Wir starten mal die Hütte und genießen natürlich mal hier den Sound. Ach, bevor ich es vergesse, schöne Grüße an Paul Schmidt. Und jetzt starten wir mal die Hütte. Cooler Sound. Leider vermisse ich den Husten. 13 km/h fährt er. Und mal hier Spuren macht er auch. Er macht zwar richtige traktoreifen Spuren auch vorne. Ende ist ein bisschen sehr versteift. Ja, das Männchen hätte man vielleicht ein bisschen zurücksetzen können. Anhängen tut er schon richtig. Schauen wir einfach noch hier, ob er den hier auch nimmt. Ich bin mal ganz gespannt natürlich. Er nimmt sogar hier den und die Zapfwelle fährt er auch vor. Abgefahren natürlich. Ja, obwohl er keine Zapfwelle hat. Aber wir fahren jetzt mal über unsere kleinere Teststrecke natürlich rüber. Die Lupe, wie geil. Ja, erinnert mich hier an die Wolken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, wenn wir hier sehen, die Achse hier ist starr. So, wenn man sie so anschaut, sieht es normal schon aus. Ja, sehen wir mal aus. Ich wollte aussteigen. Die Taschenlampe an. Also für mich sieht es so her aus, wenn ich hier so hinschaue, dass sie hier eigentlich pendeln hätte. Nach meiner Meinung nach. Hier steht eigentlich hier Lanz HR5, komischerweise. Ja. Auf der Seite, wo ich ihn runtergeladen habe, stand der HR6, glaube ich. Kommen wir nochmal nach. Gleich. Für mich sieht er auch gleich aus, so wie den einen Pack, den ich euch vorgestellt hatte. So, jetzt stellen wir mal so her. Wenn wir hier so schauen, innern sich. Denkt gerade, ja, wird auch schon mal edler. So. Schauen wir jetzt gleich nochmal nach, bevor ich irgendwas Blödes gesagt habe. Ja, auf der Seite steht hier HR6 drin. Ja, das ist die V1.0.1.0. So, jetzt steigen wir nochmal aus. So. Ich finde, das sieht jedenfalls sehr gut aus. Mit den Farben natürlich, das Ganze. Dann schauen wir uns jetzt die Lok an. Ja, das Blöde ist, der hat die gleichen Fehler jetzt wie der andere, den euch vorgestellt hat, und das Pack. Das ist immer noch das Problem hier, dass die Sounddateien in Stereo sind, die gehörten im Mono. Da ist das halt das Problem, ja, dass er mal halt Warnings halt in der Lok hat. Ja, ein anderer sagt, ja, diese Warnings sind ja nicht schlimm. Ja, aber das Problem ist das, wenn du hast Fehler drin, ist es immer schwer nachher, ja, wir muss auch mal sagen,
die Fehler auszumerzen, das zu finden, was jetzt dir das Spiel natürlich hier, ja, soll man sagen, vermasselt. Und wir haben hier, glaube ich, noch die Arbeitskamera auch vielleicht noch drin, wie wir hier oben noch sehen. Da ist noch ein Objekt zu viel drin, wie wir sehen. Ja, das war es da soweit. Ich hoffe, euch hat natürlich hier das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.